Hörst du mir zu? Ja, gut. Dann reden wir doch mal über Vampire. Liebes Tagebuch. Ich weiß, es ist lange her. Ziemlich lange sogar. Ich hatte nicht das Bedürfnis, dass... Ich wollte das alles nicht aufschreiben. Aber laut aussprechen will ich es auch nicht. Die Sache ist die... Ich bin ein Vampir. Und ich hasse es. Seit ihrer Verwandlung verliert sie immer mehr den Halt. Es gibt Zeiten, da erkenne ich sie kaum wieder. Aber jetzt gibt es zum ersten Mal seit langem einen Hoffnungsschimmer. Ich bin ohne jede Hoffnung. Deprimiert, wütend. Aber vor allem habe ich Angst. Irgendwo auf der Welt gibt es ein Heilmittel gegen Vampirismus. Wenn ich da herankomme, kann Elena wieder zu einem Menschen werden. Ich kann ihr Leben zurückgeben. Manchmal will ich es einfach beenden. Aber dann denke ich an Jeremy. Ich bin die Einzige, die er noch hat. Also muss ich das irgendwie durchstehen. Koste es, was es wolle. Und genau das muss ich jetzt tun. Ganz egal, was Klaus verlangt. Ganz egal, welche Lügen ich erzählen und welche Geheimnisse ich bewahren muss. Ich werde es tun. Koste es, was es wolle. Wir haben ein Problem. Wie konnte Connor entkommen, verdammt?